Hallo liebe Papierkreative, willkommen auf meinem Kanal Stempelstanz Papier. Mein Name ist Ulrike Schott, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und heute gibt es von mir ein Video, was im Wesentlichen ohne Ton sein wird, vielleicht ein bisschen Musik unterlaufen, weil ich möchte heute eine Karte oder mehrere Karten, die Basis für mehrere Karten machen, die wirklich nur gestempelt sind. Eventuell werde ich ein Etikett aufkleben, aber ich brauche heute keine Stanzmaschine. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil es doch Anfänger gibt und ich weiß nicht, ob ihr euch an eure Anfangszeit erinnern könnt, aber ich schon. Und ich war immer so gefrustet, weil ich wollte was machen, ich habe schöne Projekte gesehen und konnte das nicht, weil die Hälfte hat mir einfach gefehlt. Das heißt, ich werde heute wirklich stempeln. Ich werde mir gleich ein A4 Farbkarton grundweiß extra stark nehmen und ich habe mir zum Stempeln mal zwei Produktpakete genommen, die relativ neu sind. Das hier wird es im neuen Jahreskatalog geben. Das gibt es in der Online-Aktion und ich werde, wie gesagt, nur die beiden Stempelsets verwenden, wobei der Fokus hier drauf liegt. Hier draus werde ich vielleicht nur den Spruch nehmen, die Pünktchen und vielleicht ein Blatt. Ja, das war jetzt so die Idee. Ich werde euch immer in die Kamera zeigen, was ich gerade benutze. Wir brauchen natürlich Stempelblöcke, da kommen wir nicht drum rum. Ich habe jetzt mal, weil ich einen doppelten Stempelblocksatz habe, das alles auf 1 gezogen. Das schiebe ich mir mal beiseite. Und da wir Klarsichtstempel zum Großteil haben, nehme ich mir hier noch diese Stempel- und Perforiermatte, die es bei Stampin' Up gibt im Katalog, weil wir hier den besseren Stempelabdruck gerade bei den Klarsichtstempeln bekommen. Ich halte euch immer die Farbe, die ich benutze, in die Kamera, damit ihr seht, was ich benutzt habe. Und dann geht's auch schon los. Ach so, dann habe ich fast noch was vergessen. Ich habe mir hier auf einem Post-it, also hinten klebt das ein bisschen, das ist jetzt Backpapier, das benutze ich immer zum Drauflegen bei klebenden Sachen, kann man auch die Silikonmatte nehmen. Ich habe mir die einmal aufgestempelt, das sind die Outlines von den Gänseblümchen und habe mir dann das ganz exakt ausgeschnitten, weil ich die zum Maskieren brauche, wenn ich zum Beispiel Blätter noch drüber stempeln möchte. Das habe ich schon mal vorbereitet, damit ihr wisst, wo das herkommt.
So, wahrscheinlich wieder ein längeres Video, aber es braucht einfach seine Zeit, wenn man Karten bastelt. Also, das sind jetzt hier meine fertigen Beispiele, teilweise auf weißem Farbkarton als Grundkarte oder hier auch mal auf einem Fräschenlila Farbkarton aufgeklebt. Ich finde, dass sie trotzdem, dass es nur gestempelt ist, total schön sind. Das meine Idee zum nur Stempeln und vielleicht hat es euch Spaß gemacht zuzuschauen und es ist eine Inspiration für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.